Ja, hallo und willkommen zurück auf der Brücke der Skadovsk. Das ist nur ein kurzer Clip, den ich mache, weil ich die vorhergehende Aufnahme verkackt habe. Und zwar habe ich leider, weil es wie hier jetzt geregnet hat und ich dachte, der Regen wäre zu laut, deshalb habe ich die Lautstärke im Spiel ein wenig runtergedreht und beim Neuladen des Levels hat dann die Aufnahme nicht mehr gegriffen in der ersten Episode, also im ersten Teil der Aufnahmesession, die ich vorhin gemacht habe. Was natürlich jetzt doof ist, weil da eine halbe Stunde einfach nur schwarzes Bild ist und ja, nix außer den Geräuschen zu hören ist und meiner Sprache. Deshalb werde ich das jetzt als Einführung nehmen und anschließend noch erklären, was passiert ist, nachdem die Aufnahme gefehlgeschlagen ist. Dann viel Spaß mit dieser etwas kürzeren Folge. Herzlich willkommen zurück in Tschernobyl. Ja, als erstes muss ich mal was korrigieren in Bezug auf die Reihenfolge der Stalker-Spiele. Da habe ich nämlich Schwachsinn erzählt, da geht das Geballer schon wieder los. Unglaublich. Also, ich habe als gesagt, dass Clear Sky das letzte Spiel gewesen wäre, aber das ist natürlich falsch. Das dritte Spiel, sowohl in der Reihenfolge, wie sie rausgekommen sind, als auch chronologisch, hieß Call of Pripyat. Das erste war Shadow of Chernobyl, ursprünglich Oblivion Lost betitelt. Aber, also das war der Name, den es haben sollte, aber die haben sich dann für Shadow of Chernobyl entschieden. Und Clear Sky war der zweite Teil, der chronologisch aber vor dem ersten spielt. So. Das wäre aus dem Weg geräumt. Ich habe in der Zwischenzeit, war ich nicht untätig, ich habe mein Inventar wieder aufgeräumt, ich habe meine Waffen repariert und ich habe sie auch aufgewertet, so ein bisschen. Damit, also ich habe Mods installiert, damit man diese kleinen Pfeile hier sieht. Und dann habe ich es einfacher, Waffen, dass ich nicht aus Versehen meine Waffen wegwerfe. Außerdem habe ich meine Sachen in vier Backpacks aufgeteilt, beziehungsweise in drei, der da drüben ist zum Abladen. Und habe hier nur Munition und hier habe ich nur Waffen und hier habe ich den ganzen Rest. Und hier kann ich erstmal abladen und dann später sortieren. Außerdem habe ich festgestellt, habe ich hier nachgeschaut, und zwar die Werkzeuge, die wir gesucht haben in der letzten Folge, die sind in Call of Pripyat, dem dritten Teil, tatsächlich da, genau da, wo ich gesagt habe. Nämlich da oben in dem Verschlag, in dem Dachstuhl bei der Werkbank, wo ich gesagt habe, dass sie da wahrscheinlich liegen sollten. Ist jetzt nicht mehr der Fall. Die normalen Basistools sind random Drops, beziehungsweise können auch bei Händlern. Ja, hör auf. Können bei Händlern spawnen. Deshalb müssen wir jetzt gut aufpassen, ob die nicht irgendwann mal hier bei Händlern auftauchen. Ich habe gerade mal drüber geguckt, aber nein, natürlich nicht. Können wir mal gucken, ob er vielleicht. Aber er hat nur Medizin-Supplies. Wieder Hunger. Ich esse mal ein Brot. Und bei dir? Er hat nur Energy Drinks. Okay, alles klar. So, gut, dann wollen wir mal fragen hier, ob er vielleicht irgendwelche Arbeit hat. So. Er will, dass ich Mutanten töte. Okay.
Gut, Clear Mutants, sehr schön. So, dann wollen wir mal gucken. Da oben. Da oben sind die. Bin ich natürlich gespannt, was das ist. Da gehe ich aber, es ist oben. Links sieht man ja die Uhrzeit. Dementsprechend, wenn ich rausgehe, sieht man, wie dunkel das ist. Irgendwo da hinten ist mein Ziel. Lass ich mal gucken. Mit dem da kämpft irgendwer gegen Zombies, wie es aussieht. Das Fernglas hat wohl so ein bisschen was von einem Nachtsichtgerät. Man sieht ein bisschen mehr, aber ich kann nicht die ganze Zeit mit Fernglas rumrennen. Deshalb lege ich mich jetzt nochmal hin und schlafe eine Runde. Ich würde sagen, da drüben sind die Betten. Ich würde sagen, 6 Uhr ist eine gute Zeit, um aufzubrechen. Ah, ich bin irradiated. Mal gucken, kann er mir meine Irradiation wegmachen? Continue. Okay, peace. Tatsächlich, er hat das gemacht. Und ich glaube, nicht mal für Geld. Also, hat nicht mal Geld verlangt. So, unten sieht man, an Emission has recently occurred in the zone. Das heißt, wir haben sie wieder verpasst. Aber wir werden schon noch in den Genuss kommen. So. Wunderschönes Wetter zum. Da hinten sind zwei Stalker. Ansonsten scheint der Weg relativ frei zu sein, zumindest bis zum ersten. Bis zum ersten Hügel da drüben. Wunderschönes Wetter. Ich mache mal die Taschenlampe an. So, nachdem die Aufnahme fehlgeschlagen ist vom Bildmaterial, bin ich natürlich weitergegangen. Und zwar war ich ungefähr hier. Und ich hatte ja den Auftrag, Mutanten zu killen. Und ich bin etwa hier lang gegangen, hab hier drüben zwei Typen von Monolith in den Rücken geschossen und hab mir ihr Gear genommen. Da war eine sehr schöne Schrotflinte drunter, die ich jetzt mein eigen nenne. Dann habe ich hier drüben die Mutanten erschossen, das waren 4 Hunde. Bin zurückgegangen, habe auf dem Weg dahin in der Inferno-Anomalie mein erstes Artefakt gefunden. Zurück zum Frachter und dann bin ich wieder losgegangen mit einem neuen Auftrag, ein Artefakt zu holen, das Batterie heißt. Da habe ich mir gedacht, dass es das vielleicht hier unten gibt in der Iron Forest, weil mir gesagt wurde, dass da sehr viele Artefakte zu finden sind und da Elektrizitätsanomalien zu finden sind, so wie ein Poltergeist. Ich bin dann im weiteren Verlauf hier rüber gegangen, habe mir das kurz angeguckt, das ist so ein Feriencamp gewesen, war dann hier in der Oak Pine Anomaly, habe da ein weiteres Artefakt geholt. Und ja, direkt nachdem ich das Artefakt habe ich die erste Aufnahmesession beendet.
und hab dann von da aus weitergespielt und zweite Session war halt dann hier in der Iron Forest hauptsächlich. Und das ist auch eigentlich das interessantere Bit, von daher ist das noch ist es nicht so schlimm. Gut. Das war's dafür jetzt. Ich werde in der Folge danach werde ich euch nochmal diese drei Orte zeigen, damit ihr sie seht. Also weiß ich jetzt auch schon, was ich in der nächsten Folge machen werde. Okay. Dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.